Das hat es in den letzten 20 Jahren nicht gegeben. Mit 41.600 Kubikmetern wurde bereits am 9. Juni 2018 ein absoluter Höchstwert bei der Trinkwassereinspeisung in das Versorgungsnetz des Wasserverbandes Lausitz, kurz WAL, registriert. Bereits an mehr als 50 Tagen wurde die 30.000 Kubikmeter-Marke überschritten. Das gab es zuletzt 2006. Im gesamten letzten Jahr gab es insgesamt nur 25 Tage mit jeweils knapp über 30.000 Kubikmetern. Wir fahren mit unserem Wasserwerk hier in Tettau jetzt seit mehreren Wochen sozusagen an der Obergrenze der Leistungsfähigkeit. Die Spitzenbedarfe, die darüber hinaus noch im Verbandsgebiet abgedeckt werden müssen, beziehen wir aus dem Wasserwerk Schwarze Pumpe. Und trotz dieser anhaltend hohen Temperaturen, trotz der hohen Wasserverbräuche, kann man sagen, haben wir es hinbekommen, die Wasserversorgung hier in der gewohnten Qualität auch, muss man sagen, sicherzustellen. Ja. Wie groß sind denn die Reserven? Wie sieht es mit dem Grundwasser aus, falls jetzt die Hitze noch mehrere Wochen anhält? Also wir beziehen unser Rohwasser aus dem Grundwasser, wie Sie schon sagen, aus dem Lausitzer Urstromtal. Und da kann man sagen, trotz dass jetzt schon mehrere Wochen diese Hitze so ist, hat das keine Auswirkungen auf die Grundwasserleiter. Also das Rohwasser, was wir aufbereiten, ist in nahezu unerschöpflicher Form vorhanden. Also diese Hitze hat darauf keinen Einfluss. Also wir haben genügend Wasser, was wir aufbereiten können. Die Grenzen, die uns gesetzt sind, ergeben sich aus den Kapazitäten in den Wasserwerken und natürlich aus der Abnahme innerhalb des Netzes. Sie haben gesagt, das Wasserwerk läuft an der Grenze der Leistungsfähigkeit. Beeinträchtigt das in irgendeiner Weise die Trinkwasserqualität? Nein, in keiner Weise. Also die Anlage läuft sauber, Strich am Maximum durch. Es gibt keinerlei Einschränkungen in der Qualität. Das Trinkwasser hat eine Qualität wie auch in weniger, sagen wir so, extremen Wetterlagen. Also da gibt es keinerlei Einschränkungen. Durch die hohen Temperaturen, viele haben ja auch Gärten, wird mit Trinkwasser bewässert. Das ist aber nach wie vor unbedenklich, weil in einigen Regionen wird das ja schon eingeschränkt. Ja, das ist weiterhin unbedenklich. Natürlich, die Empfehlung ist es, auch im Sinne der Pflanzen möglichst in den Morgenstunden, in den Abendstunden zu gießen, weil ansonsten sehr viel verdunstet. Es sollte, wie auch grundsätzlich, auch in anderen Wetterlagen, kein Wasser verschwendet werden. Also unser Appell, einfach wie auch sonst immer umsichtig mit dem Wasser umzugehen. Es gibt aber keine Einschränkung. Aufforderungen zum Wassersparen wird es also trotz der schwierigen Bedingungen nicht geben. Allerdings können Waldbrände oder Großschadensereignisse wie der Brand des Reifenlagers in Senftenberg mit einer erheblichen Trinkwasserentnahme aus dem öffentlichen Netz schon zu Engpässen führen. Allein der Großbrand in Senftenberg führte zu einer Mehrabnahme von ca. 2000 Kubikmetern in einer einzigen Nacht. Aus 30 Meter Tiefe wird das Rohwasser des Lausitzer Urstromtales gehoben. Eine schier unerschöpfliche Quelle für das Wasserwerk Tettau.